بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقيمة النام الله الله زيق من هالما مات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Gesandter und Diener ist, den er zu den Menschen als Überbringer vor Botschaft und Warner entsandt hat. Wir möchten uns heute bi'idhnillahi azza wa jalla im 11. Unterricht über Fiqh al-Buyu' über das sogenannte Khiyar-Recht unterhalten. Khiyar-Recht, zu Deutsch Rücktrittsrecht. Zur Vollkommenheit dieser islamischen Gesetzgebung gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala in bestimmten Fällen Vertragspartnern, diese sogenannten Muta'aqid, das Recht gegeben hat, vom Kaufvertrag oder von einem Bay'vertrag zurückzutreten. Und meistens deswegen, weil ihnen sonst ein bestimmter Schaden treffen könnte. Und dieses sogenannte Rücktrittsrecht auf Arabisch Khiyar kommt vom arabischen Wort Khair. Khair heißt entweder gut oder das Gute oder auch besser. Das heißt, das Wort Khair wird auch im Sinne von gut, aber als auch im Sinne des Komparatives besser verwendet. Und gemeint ist natürlich, dass man wählt, dass der Vertragspartner in einem bestimmten Fall wählt, was für ihn besser ist. Ist es für ihn besser, den Vertrag weiterzuführen, oder ist es für ihn besser, den Vertrag aufzulösen? Beispiel dafür, jemand sagt, ich kaufe eine bestimmte Ware unter dem Schart. Schart ist die Bedingung. Ne? Darüber haben wir schon mehrfach geredet. Wir haben ja schon geredet über rechtmäßige, unrechtmäßige Schart. Und jetzt geht es darum, dass man in bestimmten Fällen die Wahl hat, den Vertrag aufzulösen. Und das hängt sehr stark mit dem Thema der Bedingungen zusammen, weil es bei dem Khiyar sehr oft darum geht, dass ein Vertragspartner eine Bedingung gestellt hat und diese Bedingung wurde zum Beispiel nicht eingehalten. Deswegen wird dieses Thema nach dem Thema der Bedingungen erwähnt. Beispiel, wie gesagt, haben jemand kauft eine bestimmte Ware unter der Bedingung, dass er 3 Tage lang Zeit hat, sie grundlos zurückzugeben. Solche eine Art Schart nennt man auf Arabisch Khiyar-Schart oder Schart-Khiyar, wenn man es eindeutschen möchte. Das heißt, es geht beim Khiyar um eine bestimmte Form des Khiyar. Und das ist der sogenannte Schart-Khiyar. Und das wäre eben der Fall, wenn man sagt, ich kaufe die Ware unter der Bedingung, dass ich so und so viel Zeit habe, sie auch wieder zurückzugeben. Und man könnte es übersetzen, dieses Schart-Khiyar, mit Rücktrittsrecht als Bedingung. Das heißt, ich halte mir das Recht zurück, diese Ware zurückgeben zu dürfen. Aus welchen Gründen? Man kann entweder sagen, grundlos oder aus bestimmten Gründen. Ja, das ist alles machbar. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man von einem Vertrag zurücktreten kann. Und eine weitere Art wäre zum Beispiel, wenn nach dem Kaufvertrag ein Mangel an der Ware festgestellt würde. Ein Mangel ist Aib auf Arabisch. Das wäre eben der sogenannte Aib Khiyar. Das wäre auch eine, oder zum Beispiel, man wurde getäuscht. Dann hätten wir den sogenannten Täuschungs-Khiyar. Das wäre der Tadlis-Khiyar. Und so gibt es verschiedene Arten von Khiyar, die wir nach und nach diskutieren wollen. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass jeder zu seinem Recht kommt und keinem Unrecht getan wird. Denn grundsätzlich gilt, die Muslime haben sich an ihre Verträge oder Bedingungen zu halten. Al-Muslimun ala shurutim, wie es im Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt. Und wie oft ist es der Fall, dass jemand einen Kaufvertrag eingeht und später dann bereut, dass er diesen Kaufvertrag eingegangen ist
Und da macht es eben Sinn, dass man den sogenannten Schart-Khiyar eingeht, denn nach einer gewissen Zeit ist man sich sicher, ob man die Ware behalten möchte oder ob man die Ware zurückgeben möchte. Bevor wir jetzt die verschiedenen Khiyar-Möglichkeiten uns anschauen, schauen wir uns erst einmal an, um welche Art Verträgen, um welche Art Bay'a-Verträge es überhaupt geht oder welche Art Verträge es allgemein überhaupt gibt. Und damit wir wissen, bei welchen macht es Sinn, sogenannten Khiyar-Recht zu sprechen. Hinsichtlich der Frage, ob ein Vertrag verbindlich ist oder nicht oder unverbindlich ist, können wir von drei Arten von Verträgen sprechen. Rein logisch gesehen, entweder ist ein Vertrag für beide Vertragspartner verbindlich. Das Arabisch lazim min al-tarafain. Oder wir haben einen Vertrag, der für beide Vertragspartner unverbindlich ist. Ghayru lazimin min al-tarafain. Also genau das Gegenteil vom ersten. Oder wir haben Verträge, die von einem Vertrag für einen Vertragspartner verbindlich sind, also lazim sind, und für den anderen unverbindlich sind. Das sind drei verschiedene Arten von Verträgen. Und damit wir auch das uns als ein Beispiel anschauen, das sind jetzt teilweise natürlich Vertragsarten, die wir noch nicht besprochen haben, aber vielleicht zu denen ein kurzes Wort. Wir haben gesagt, drei Arten. Gucken wir uns die erste Art an. Und zwar, wir haben jetzt Verträge, die unverbindlich sind für beide Seiten. Unverbindlich sind für beide Seiten. Das heißt, man geht einen Vertrag ein und jederzeit kann der eine oder der andere vom Vertrag zurücktreten. Es ist sein Recht, es ist sein grundsätzliches Recht, vom Vertrag zurückzutreten, auch grundlos. Beispiel dafür für einen Vertrag ist die sogenannte Ariyah. Ariyah bedeutet das Ausleihen. Wenn ich also jemandem Geld ausleihe oder einen Gegenstand ausleihe, dann habe ich jederzeit das Recht, diese ausgeliehene Sache wieder zurückzuverlangen, weil es gehört ja mir. Und während der Zeit, in der ich diesen Gegenstand oder das Geld ausleihe, ist das ja eine Wohltat von meinerseits dem anderen gegenüber, ist ja keine Pflicht. Insofern habe ich auch jederzeit das Recht, wieder die Sache zurückzuverlangen. Die zweite Art ist Wadi'a-Verträge. Wadi'a-Verträge kann man übersetzen mit Depositen oder anvertrautes Gut. Ich vertraue jemandem einen bestimmten Gegenstand an und sage ihm, bitte bewahre ihn für mich auf. Und das ist ein Vertrag, den wir eingehen. Er behält ihn bei sich. Und ich darf in diesem Fall jederzeit auch das wieder zurückverlangen. Umgekehrt genauso. Er kann jederzeit sagen, bitte hol dein anvertrautes Gut ab. Ich möchte es nicht mehr bei mir aufbewahren. Eine dritte Art ist der sogenannte Qirad-Vertrag oder auch arabisch Mudaraba-Vertrag. Das ist ein Vertrag, wo zwei Leute zusammen etwas erwirtschaften wollen, wobei der eine der Geldgeber ist und der andere der Arbeiter ist. Ja? Der eine ist ein Investor und der andere ist ein Arbeiter und sie teilen sich den Gewinn dann entsprechend, was sie ausgemacht haben. Auch dieser Vertrag ist jederzeit kündbar und unverbindlich für beide Seiten. Okay, das war jetzt für die erste Kategorie. Zweite Kategorie sind das Gegenteil der ersten. Das sind also Verträge, die von beiden Seiten eingehalten werden müssen. Und das bedeutet, sie dürfen nur aufgelöst werden, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Und dazu gehören, also das sind die sogenannten Lazim-Verträge auf Arabisch, und dazu gehören sozusagen Bay'a-Verträge, die wir die ganze Zeit schon angeschaut haben, sogenannte Kaufverträge auf Deutsch, aber auch Werkverträge, das sind sogenannte auf Arabisch Ijara-Verträge, in diesen Fällen, oder Heiratsverträge oder Khul', das sind alles Formen von Abmachungen, die verbindlich sind.
für beide Seiten, sobald sie einmal eingreift. Wie zum Beispiel jemand, der in einen Laden geht und gesagt, ich kaufe diese Tasche für 10 Euro und der andere sagt, ich bin damit einverstanden. Davon abgesehen, dass es den sogenannten Majlis Khiyar gibt, über den wir heute ausführlicher sprechen werden, dieser Vertrag, sobald er eingegangen ist, ist er verbindlich. Sobald er abgeschlossen ist, um das genau auszudrücken, ist er verbindlich und keiner hat das Recht, vom Kaufvertrag hinterher zurückzutreten, es sei denn, der andere ist damit einverstanden. Aber das ist ja nicht unser Punkt. Das Gleiche gilt fürs Heiraten. Ja, jemand sagt, ich verheirate dir meine Tochter unter der Bedingung, dass die Brautgabe so und so viel Euro und so weiter. Sobald der Vertrag abgeschlossen ist, ist er verbindlich. Dann gilt die Ehe. Man kann nicht nach 3 Tagen sagen, nee, ich habe mich doch umentschieden, ich möchte doch diese Frau nicht heiraten. Das kannst du zwar machen, aber dann ist es kein Rücktritt vom Vertrag, sondern es wird dann zu einer Vertragsauflösung oder zu einer Scheidung kommen, wie dem auch sei. Dann haben wir diese Arten von Verträgen, die beidseitig verbindlich sind, da haben wir 2 Arten davon. Weil das sind die uns eigentlich interessieren. Ja? Weil es ja auch, wie man schon verstehen konnte, wenn ein Vertrag unverbindlich ist, da kann ich doch sowieso rücktreten vom Vertrag, wann ich möchte. Dann brauche ich doch nicht das Recht darauf haben, zurückzutreten. Das Recht auf Khiyar macht ja keinen Sinn, wenn es den sowieso schon gibt. Warum uns darüber nicht unterhalten? Das heißt, ich kann jederzeit von meinem Kreditvertrag, ich leihe dir Geld, Darlehensvertrag, ich kann jederzeit von dem Vertrag zurücktreten. Ich brauche nicht das Recht darauf, aufgrund von Täuschung oder aufgrund von Betrug oder aufgrund von Unklarheit, das brauche ich alles gar nicht, weil ich darf davon zurücktreten, wann ich möchte. Also ist es interessant bei den Verträgen, die verbindlich sind. Ja? Und solche haben wir zweierlei Art. Und zwar Verträge, bei denen es ein Rücktrittsrecht, ein Khiyarrecht gibt und Verträge, bei denen es kein Khiyarrecht gibt. Ja? Was sind Verträge, bei denen es ein Khiyarrecht gibt? Das sind die Bay'-Verträge. Und natürlich alle, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel der Ijara-Vertrag. Beim Ijara-Vertrag ist ein Werkvertrag. Im Gegensatz zum Bay'-Vertrag ist da nicht Thaman gegen Mal, sondern da ist eben Thaman gegen Arbeit, gegen eine Leistung. Dann haben wir die sogenannten Terminkäufe, die sogenannten Salaf-Käufe. Und wir haben auch das Thema im Arabischen As-Sulh. As-Sulh ist die Schlichtung und bei manchen Formen von Schlichtungen kommt es zu einer Gegenleistung. Das heißt, man schlichtet durch eine Gegenleistung, nennt man auf Arabisch Sulh bi'iwad. Auch hier, das ist wie eine Art Bay'-Vertrag. Ja? Und auch in diesen all diesen Punkten hat man das Recht auf Khiyar. Es gibt aber auch Verträge, die verbindlichen, die wir schon vorhin gehört haben. Da kann man nicht das Khiyar-Recht anwenden. Die Heiratsverträge. Ja, ein Heiratsvertrag, sobald er gültig und abgeschlossen ist, gilt er. Fertig. Die sogenannte Raj'a. Die Raj'a, das ist, wenn man eine geschiedene Frau während ihrer Iddah-Zeit zurücknimmt. Das kann ja nur nach der ersten oder zweiten sein. Und der sogenannte Khul'a. Vertrag, der sowieso gemäß den meisten Gelehrten eine Art Talaq ist. In diesen Fällen kann man, diese Verträge sind verbindlich, aber man kann nicht wieder zurücktreten. Also ein Mann, eine Frau einigen sich auf eine Scheidung mit Gegenleistung, das ist der sogenannte Khul'a. Sie setzen das um, dann sind sie geschieden. Dann kann es nicht sein, dass die Frau sagt, nein, ich habe mich umentschieden, ich möchte doch bei dem Mann bleiben. Oder der Mann sagt, ich habe mich umentschieden. Das gibt es nicht. Ja? Das wäre auch problematisch, denn wenn die Scheidung durch ist und die Wartezeit vorbei ist, möchte ja vielleicht jemand nochmal heiraten gehen. Richtig? Und dann käme es hier zu einem Konflikt. Und deswegen, solche Sachen funktionieren nicht. Dann gibt es, wenn wir schon von 2 Kategorien gesprochen haben, die 3. Kategorie, haben wir gesagt, Verträge, die einseitig verbindlich sind, von einer Seite blasen sind, da ist das klassische Beispiel für der sogenannte Ju'ala-Vertrag. Der sogenannte Ju'ala-Vertrag ist die Belohnung, ja,
Das ist, wenn jemand zum Beispiel sagt, wer meinen Geldbeutel findet, der bekommt 100 Euro. Ja? Jeder, der diese Aussage hört, kann sich entscheiden, ob er anfängt zu suchen oder auch nicht. Das ist seine Sache. Kann auch anfangen zu suchen und dann aufhören. Kann eine Stunde suchen, kann einen Monat suchen, wie lange er möchte. Man kann jederzeit aussteigen. Aber der andere, der diesen Ausruf gemacht hat, sobald der andere diesen Geldbeutel gefunden hat, ist er für ihn verbindlich. Er kann nicht nachher sagen, ich habe mich doch umentschieden. Da muss er das vorher sagen. Das heißt also, sobald jemand den Vertrag eingeht, im Sinne von, hier ist der Geldbeutel, ich habe ihn gefunden, dann muss der andere ihn dafür belohnen, so wie er es eben gemacht hat. Das ist der sogenannte Finderlohn, könnte man sagen. Wenn du die Schlange tötest, die sich in meinem Haus befindet, bekommst du von mir 10 Euro. Sobald er sie getötet hat, muss der andere ihm die 10 Euro aushändigen. Und die Frage noch einmal: Bei welcher Art von Verträgen gibt es nun ein Khiyar-Recht? Die Antwort lautet: Bei Verträgen, zu deren Einhaltung keiner verpflichtet ist, da besteht immer ein Rücktrittsrecht. Folglich geht es um Verträge, bei denen man zur Einhaltung verpflichtet ist. Das ist ja das Interessante. Denk immer daran, es kann sein, wenn du etwas kaufst, dass man dich reingelegt hat, dass du enttäuscht bist. Das sind ja verbindliche Verträge und deswegen, wie kommst du wieder raus? Ja, durch den sogenannten, durch das sogenannte Khiyar-Recht. Schauen wir uns die verschiedenen Khiyar-Arten an und dazu gibt es einige Khiyar-Arten. Wir werden uns, inshallah, so ziemlich 8 verschiedene Khiyar-Formen anschauen. Die erste und bekannteste vielleicht ist der sogenannte Majlis-Khiyar. Das ist auch der einzige, über den wir heute reden werden, inshallah ta'ala, aus Zeitgründen. Und zwar könnte man, also Majlis auf Arabisch bedeutet die Sitzung. Ich habe es aber übersetzt mit dem situationsbedingten Rücktrittsrecht. Situationsbedingten Rücktrittsrecht. Man geht davon aus, dass grundsätzlich, wenn zwei Leute einen Vertrag eingehen, dann halten sie dafür eine Sitzung ab, wenn es etwas Größeres ist. Man setzt sich hin und man trifft eine Vereinbarung. Und solange man sich noch an dieser Sitzung befindet, hat man das Recht auf den Khiyar. Und sobald sie auseinandergegangen sind, haben sie nicht mehr das Recht auf den sogenannten Khiyar. Machen Schalter an der Stelle weiter, in der wir gerade stehen geblieben sind. Und zwar haben wir gesagt, wir haben den sogenannten Majlis Khiyar, haben übersetzt als den situationsbedingten Khiyar, das situationsbedingte Rücktrittsrecht. Und dabei geht es darum, haben wir gesagt, dass zwei Leute einen Kaufvertrag eingehen. Und wenn zwei Leute einen Kaufvertrag eingehen, dann wie wird er eingegangen? Durch Ijab und Qabul. Darüber haben wir schon gesprochen. Und solange diese Menschen sich noch an dem Ort aufhalten, an dem sie den Vertrag eingegangen sind, gibt die islamische Religion den Menschen das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das heißt, auch wenn er schon unterschrieben hat, auch wenn er das Geld schon bezahlt hat, auch wenn die Quittung schon entgegengenommen hat, solange er noch sich im gleichen Raum, in der gleichen Situation, in der gleichen Sitzung befindet, hat er das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das ist das, was man als Majlis Khiyar bezeichnet, das situationsbedingte Rücktrittsrecht. Und der Beweis dafür ist aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das müssen wir beweisen, denn das ist ja eher eine Ausnahme, weil normalerweise, wenn Verträge abgeschlossen sind, sind sie verbindlich. Warum hat man das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten? Weil eben der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Die beiden Handelspartner haben die Wahl, solange sie noch nicht auseinandergegangen sind. Das heißt, sie haben die Wahl, vom Kaufvertrag
zurückzutreten, solange sie noch nicht auseinandergegangen sind. Schauen wir uns dazu auch eine andere Überlieferung an. Und zwar sagte Abu al-Wadi, radiallahu ta'ala anhu, als wir auf einem Feldzug waren, haben wir an einer Stelle Halt gemacht. Und ein Gefährte von uns hat ein Pferd für einen Sklavenjungen verkauft. Sie hielten sich dann dort den Rest des Tages und auch die Nacht auf. Am Morgen, also sie hielten entscheidend, merkt er, sie hielten sich dann dort, das heißt dort, wo der Vertrag abgeschlossen worden ist, ja, den Rest des Tages und auch die Nacht auf. Am Morgen des Folgetages kam die Zeit weiterzuziehen. Er stand dann auf, das heißt derjenige, der Pferdbesitzer, das gekauft hat, ja, er stand dann auf, um seinem Pferd den Sattel aufzusetzen. Und da bereute er. Er ging dann zum anderen Mann und wollte vom Kauf zurücktreten. Der Mann weigerte sich, ihn zurückzugeben. Da sagte er, dann soll Abu Barzah, radiallahu anhu, der Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zwischen mir und dir richten. Sie gingen dann beide zu Abu Barzah, radiallahu anhu, in Richtung Lager und beide erzählten ihm dieses Ereignis. Gemäß, da sagte er, Abu Barzah sagte, seid ihr damit einverstanden, dass ich zwischen euch gemäß dem Urteil des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam richte? Und dann sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Bay'ani bil-Khiyar, ma lam yatafarraqa, die beiden Handelspartner haben das Recht zurückzutreten, solange sie noch nicht auseinander gegangen sind. Und dieser Hadith befindet sich unter anderem in Sunan Abi Dawud. Und das ist auch die richtige von beiden Ansichten unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten lautet, und das ist die Ansicht der Hanafiya und Malikiya, sie sagen, dass das Majlis Khiyar ungültig ist, und sie stützen sich dabei auf die folgende Ayah im Koran Karim, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ja, ayyuha alladhina amanu, awfu bil'uqud, O die ihr glaubt, das heißt, das ist in Surat al-Ma'idah die erste Ayah, O die ihr glaubt, haltet die Abmachungen ein. Und sie sagen, du hast dich an die Abmachungen zu halten, und abgemacht ist der Kaufvertrag, und du hast kein Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und wenn man ihnen sagt, ja, aber der Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, was macht ihr damit? So haben sie dafür 7 Argumente, diesen Hadith außer Kraft zu setzen. Also es ist nicht so, dass sie den Hadith nicht kannten, sondern sie kennen den Hadith, aber sie haben Argumente, dem Hadith nicht zu folgen. Erstens, sie sagen, ihr versteht den Hadith falsch. Als der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Wort yatafarraqa, was ich übersetzt habe mit auseinandergehen, so sagten sie, ist das nicht im örtlichen Sinne zu verstehen, denn dann würde es der Ayah widersprechen. Und deswegen, wir verstehen das Auseinandergehen nicht im örtlichen Sinne, sondern im Sinne der Ansichten. Das heißt, die beiden Vertragspartner haben das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, solange sie, bis sie auseinandergehen hinsichtlich ihrer Ansichten. Also nicht örtlich sich trennen, sondern hinsichtlich ihrer Ansichten sich trennen. Wenn sie sich hinsichtlich ihrer Ansichten trennen, dann können sie es, und wenn sie sich einig sind, dann ist der Vertrag verbindlich. Das heißt also, solange man sich nicht über den Preis einig ist, hat man das Recht, vom Vertrag abzusehen. Diese Ansicht, wir hören uns die Argumentation an und versuchen auch natürlich unseren Standpunkt, von dem wir von vornherein schon gesagt haben, dass wir ihn vertreten, auch überzeugt sind. Denn die Ansicht, die wir vertreten, ist die Ansicht wahrscheinlich der meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und die meisten, wisst ihr immer, die meisten Gelehrten, sie kennen ja diese, sie haben ja ihre Argumente und wissen ja auch, dass die Argumente der Gegenseite ist und auch wie man darauf zu antworten hat. Aber das ihr erstes Argument, das ist mit dem Auseinandergehen nicht um das örtliche Auseinandergehen zu tun hat, sondern es um das Auseinandergehen hinsichtlich der Meinungen, bis auf die Preisfrage zum Beispiel. Diese Ansicht ist schwach und widerspricht der offensichtlichen Bedeutung des Hadithes.
ja, und er spricht der offensichtlichen Bedeutung des Hadithes. Und ihr wisst ja, die Hadithe haben ja meistens oder sehr oft eine erklärende Funktion der Ayat des Eden Quran Karim. Und deswegen ist es sinnvoller, von der Ayat grundsätzlich auszugehen, wie sie ist, aber im Speziellen sich dann auf diese Überlieferung zu berufen, weil sie ja die Ayat quasi näher erklärt, als würde er dir sagen, oh, ihr glaubt, haltet euch an die Abmachungen. Aber um welche Abmachung geht es denn? Es geht um die Abmachung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ansonsten Abmachung, die man noch rückgängig machen kann, das ist ja, während man sich in der Sitzung aufhält, ist ja kein Widerspruch zu der Ayah. Insofern ist der Hadith eher erklärend, als dass wir darin einen Widerspruch sehen. Und eher sollten wir die Ayah uminterpretieren, gemäß dem Hadith, weil die als umgekehrt, als dass wir den Hadith uminterpretieren. Warum? Weil der Hadith ja die Ayah erklärt. Ja. Und eher so rum als umgekehrt, denn Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir den Koran herabgesandt, damit du den Menschen erklärst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Deswegen sollte es nicht umgekehrt sein, dass die Ayah den Koran erklärt, die Ayah den Hadith erklärt, sondern eher umgekehrt. طيب. Was diese Ansicht bekräftigt, dass es tatsächlich um ein örtliches Auseinandergehen geht, ist, dass es in manchen Versionen des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich heißt, hatta yatafarraqa min makanihima, auf Deutsch, bis sie sich beide an ihrer Stelle trennen. Hier ist also ausdrücklich vom Ausdruck des Makan, weil Makan ist der Ort, ist die Stelle, an die, und das ist ein Begriff für die Örtlichkeit. Okay? Also geht es eindeutig nicht um die Ansichten, sondern darum. Zweitens, warum unsere Ansicht in Schalatara der Wahrheit näher zu sein scheint, ist auch das Verständnis im Hadith von Abu Barza al-Aslami, radiallahu anhu, den wir gerade eben angehört haben. Denn da ging es ja um den Konflikt, dass jemand an Ort und Stelle etwas gekauft hat und erst am nächsten Morgen vom Kaufvertrag zurücktreten wollte und sie befanden sich immer noch im gleichen Lagerplatz. Richtig? Und obwohl Stunden vergangen sind, trotzdem hat Abu Barza radiallahu anhu gemäß diesem Hadith gehandelt. Und das ist natürlich stärkt das Ganze, weil wenn ein Sahabi, der den Hadith überliefert, ihn auch so versteht, dann hat das Vorrang, weil man davon ausgeht, dass der Überlieferer des Hadithes sich besser auskennt über die Überlieferung als jemand, der den Hadith nicht überliefert hat. Oder wer es am besten bescheid. Ihr zweites Argument, sie sagen, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Ahad. Und diese Thematik geht sehr vielen Menschen etwas an. Und wir akzeptieren keine Ahad-Überlieferungen, wenn es um Themen geht, die eigentlich die Menschen, womit viele Menschen etwas zu tun haben. Sie wollen damit sagen, wenn ein Hadith Ahad ist, Ahad bedeutet, liebe Geschwister, dass er in diesem Zusammenhang nur von einem einzigen Überlieferer überliefert wird. Und das ist jetzt hier in diesem Zusammenhang, beziehen sie sich besonders auf den Sahabi. Okay, sie sagen, die Thematik des Kaufens und Verkaufens, Ahad kann natürlich auch in der Generation nach dem Sahaba sein und so, aber das ist nicht das Interessante hier in dem Hadith. Sie sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über so ein wichtiges Thema spricht, wie kann es dann sein, dass nur ein einziger Sahabi davon Wind bekommt? Obwohl Kaufen und Verkaufen ist eine Sache, das war das Geschäft der Mekkaner tagtäglich und viele der Medinenser ebenfalls. Okay? Und deswegen sagen sie, bei Themen, die man auf Arabisch ta'ummu bihi al-balwa, das heißt, es sind Themen, bei denen es nicht nur eine Person betroffen ist und bei denen viele Menschen betroffen sind, akzeptieren wir solche Arten von Überlieferungen nicht, weil sie eher unwahrscheinlich sind. Die Antwort auf diese vernünftig sich anzuhörende Argumentation ist,
Erstens, in Bezug auf dieses Thema, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht Ahad, sondern er ist Mashhur. Mashhur. Denn er wird überliefert von Ibn Umar, Abu Barza, Hakim ibn Hizam und vielleicht sogar andere. Das heißt, wir haben mindestens drei Sahaba und ab ungefähr drei nennt man einen Hadith nicht mehr Ahad, man nennt ihn Mashhur. Das ist eine also die Stufen der Authentizität von Sahih-Hadithen hinsichtlich der Anzahl der Überlieferer. Das Mindeste ist Ahad, weil weniger als eins funktioniert nicht. Ahad, Wahid bedeutet eins. Ne? Dann gibt es eben verschiedene Stufen noch. Man sagt dann ab drei zum Beispiel Mashur, ab zwei Aziz. Ja? Da gibt es verschiedene Namen unter den Hadith-Gelehrten, die eigentlich nicht so gebräuchlich sind, aber man will damit sagen, je mehr natürlich ein Hadith überliefert wird von Leuten, desto authentischer ist er in der Regel, besonders wenn es vertrauenswürdige Menschen sind. Ja? Und wir haben diesen Fall, mindestens drei Sahabe, die es überliefern, also ist er nicht Ahad. Also per Definition ist es nicht, es ist also ihres Argument auch nicht korrekt. Denn besonders unter dem Gesichtspunkt, dass die Gegenseite bei solchen Themen, die eben viele Menschen etwas angeht, wie gesagt haben, ta'ummu bihil balwa, da akzeptieren sie Mashhur Hadith. Okay, also kann ich praktisch sie mit ihren eigenen Argumenten, gegen sie argumentieren, mit ihren eigenen Argumenten. Aber sie sagen, Mashhur Hadith bei solchen Themen akzeptiere ich. Wir haben bewiesen, dass der Hadith Mashhur ist, also sollte eigentlich dieses Argument nicht mehr gelten. Zweitens, die Behauptung, es handele sich hier um eine Thematik, die sehr viele Menschen etwas angeht, ist nicht unbedingt haltbar. Denn es geht hier nicht um einen Bay', sondern es geht um die Auflösung eines Bay'. Und normalerweise die Menschen, wenn sie Verträge eingehen, halten sie sie ein. Also das Verhältnis von Leuten, die Verträge eingehen, und das Verhältnis von Leuten, die sie eingehen und nachher wieder die Verträge auflösen, ist ein Verhältnis, Allahu A'lam, aber das ist ein sehr geringes, das ist vielleicht 1 zu 100 oder 1 zu 1000. Ja, die meisten Leute, die Verträge eingehen, ich kaufe Brot und nehme es wieder zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Brot kaufe und nachher vom Recht zu, absehe, ist gering. Ja, die meisten Sachen, die Leute kaufen, sind Materialien, die keinen großen Wert haben, von der Anzahl her. Deswegen zu sagen, das geht sehr viele Menschen etwas an, ist nicht unbedingt haltbar. Als drittes, der Grundsatz an sich ist inakzeptabel. Dieser Grundsatz an sich zu sagen, ich akzeptiere einen Hadith in bestimmten Themen nur, wenn er mindestens Mashhur ist, oder anders ausgedrückt, ich akzeptiere einen Hadith, der sahih ist, aber ahad ist, nicht wenn es um besonders wichtige Themen geht, dieser Grundsatz ist an sich falsch. Und wir können diesen Grundsatz durch verschiedene Sachen beweisen. Also die einen, es gibt verschiedene Richtungen unter manchen Gelehrten. Manche von ihnen sagen, wie ich gerade eben gesagt habe, sie akzeptieren bei solchen Themen mindestens Mashhur Hadithe, und andere gehen noch ein größeres Extrem und sie sagen, bei besonders wichtigen Themen, wie zum Beispiel bei Aqidah, akzeptiere ich nur Mutawatir Hadithe. Ja, also da sagen sie dann nicht drei, sondern manche reden sogar von 70 Sahaba, die es überliefert haben müssen, damit sie das akzeptieren. Diese Art und Weise des Umgangs mit Überlieferung ist an sich falsch. Warum? Weil, wenn der Hadith sahih ist, und wenn es noch nur einem einzigen überliefert ist, dann bedeutet das per Definition, dass dies der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er es gesagt hat, und ich es nur von einer Person über ihn gehört habe, muss ich mich religiös gesehen daran halten. Ich kann nicht sagen, es hat mir nur einer erzählt, deswegen glaube ich das nicht. Zweitens, rein logisch gesehen, was bedeutet es denn, dass uns heute bestimmte Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nur vielleicht von einem einzigen Sahabi erreicht haben oder von zwei oder von drei? Hat das eine, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass
von allen Leuten, die diesen Hadith vom Propheten gehört haben, sallallahu alaihi wasallam, haben ihn vielleicht nur eine Person überliefert oder zwei oder drei oder mehr oder weniger. Vielleicht auch gar keiner. Was hat das zu tun mit der Wichtigkeit oder der Authentizität der Aussage? Versteht ihr? Also wenn ich heute eine Aussage treffe, die wichtig ist, und von allen 20 Anwesenden überliefert sie nur ein einziger, das hat doch nichts damit zu tun, ob ich die Aussage wirklich getroffen habe oder nicht getroffen habe. Und es kann auch was damit zu tun haben, ob ihr bereit wart, diese Aussage weiterzugeben oder nicht. Und nicht nur von euch hängt es ab, wie im Falle der Sahaba, vielleicht haben sie es weitergegeben, aber die Generation danach, weil die Kette muss ja geschlossen überliefert werden, bis zum Tag, an dem es in dem Buch niedergeschrieben ist, das bis heute vorhanden ist, richtig? Das heißt, wenn irgendeine Person vorher es nicht weitergegeben hat, aus welchen Gründen auch immer, hat es gehört, ist gestorben, hat es gehört, hat es vergessen, hat es gehört, hat es falsch weitergegeben, was auch immer, ja, es gibt verschiedene Gründe, das hat ja nichts zu tun mit der Authentizität der Aussage. Die Aussage kann trotzdem authentisch sein. Und deswegen lassen wir uns auf dieses Spiel gar nicht erst ein. Wir sagen, sobald ein Hadith sahih überliefert worden ist, gemäß der Gelehrten der Hadith-Wissenschaft, und das bedeutet, auch wenn es nur eine einzige Person ist, in jeder Überlieferungsgeneration, die es überliefert, dann gilt der Hadith als authentisch. Das heißt, der Sanad ist sahih, meine ich damit. Und wir sagen nicht, in Bezug auf Aqidah akzeptieren wir nur spezielle Formen von sahih, in Bezug auf Themen im Fiqh, die alle Menschen etwas angehen, oder viele auch nur bestimmte Formen, zum Beispiel Mashur-Hadithe und andere Sachen akzeptieren wir Ahad. Das ist, diese Einteilung an sich ist eine Einteilung, die an sich falsch ist, wie ich gerade erklärt habe. Besonders unter dem Gesichtspunkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so gehandelt hat. Wie kann das sein? Naja, der Prophet alaihi wasallam hat ungefähr im 6. Jahr nach der Hijra angefangen, viele Briefe zu schreiben an die damaligen Herrscher. Er hat an Kisra, den Herrscher von Persien, geschrieben. Er hat an Heraklius von Ostrom, den oströmischen Kaiser, hat er angeschrieben. Er hat den Negus angeschrieben, an Najashi, der Herrscher von Al-Habasha, Abyssinien. Das war nicht der Herrscher, der zur Zeit der ersten Auswanderung Muslim geworden ist, sondern der war ja Hamdan Muslim und ist auch als Muslim gestorben, radiallahu anhu, sondern gemeint ist der spätere Negus. Jeder Herrscher in Abyssinien nannte man Negus. Ja? Negus. Genauso wie man den König in Ägypten als Pharao bezeichnet und so weiter. Ja? Ebenso hat er einen Muqawqas geschrieben, den Herrscher Ägyptens. Und so weiter und so fort. Das heißt, der Prophet hat viele Briefe geschrieben. Diese Briefe wurden entsandt von einer einzigen Person. Das heißt, der Prophet gibt den Brief an einen Boten, an einen Sahabi, und dieser Sahabi händigt ihn am jeweiligen Herrn. Der Herrscher konnte nicht sagen, Moment, wenn die Argumentation der Leute stimmt, dass bei Aqidah Mutawatir Hadithe Voraussetzungen sind, dann wäre gegen den oströmischen Kaiser und gegen den Negus und gegen, wie sie alle heißen, kein Beweis erbracht worden. Richtig? Dann wären sie vor Allah Azza wa Jal entschuldigt. Sie sagen, ich habe zwar die Botschaft deines Gesandten, O Allah, bekommen, aber es hat mich nur ein Brief erreicht. Es hätte mich eigentlich 70 Briefe erreichen müssen, oder sagen wir mal 50, manche sagen 40, manche 30. Ja, also das ist ja kein Argument. Ja. Und deswegen, dieses Argument gilt nicht. Und der Prophet alaihi salam hat nicht so gehandelt. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um den Beweis gegen das Volk der Schrift im Jemen zu erbringen, hat er einen Sahabi geschickt in den Jemen, nämlich Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Insofern, diese Geschichte ist falsch. Das dritte Argument, wir haben gesagt, 7 Argumente haben sie, den Hadith zu widerlegen. Das dritte Argument, was sie sagen, ist, dass dieser Ahad Hadith einem Ijma' widerspreche. Okay? Dieser Ahad Hadith widerspreche einem Ijma'. Taban, Ijma' würde ja bedeuten, dass die Mujtahid-Gelehrten einer bestimmten Generation sich auf etwas geeinigt haben und sie deswegen
Und das und die Einigung kann ja nicht funktionieren gegen einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, höchstens gegen es kann höchstens sein, dass wir den Hadith falsch verstanden haben, aber dass alle Mujtahid-Gelehrten sich einigen gegen die Bedeutung dieses Hadith, das kann ja nicht sein. Weil die Mujtahid-Gelehrten sind ja nicht verrückt, die einigen sind nicht auf etwas, was gegen den Koran und das Sunna ist, ja. Das wäre auch per Definition kein Ijma'. Also ich einfach Gelehrte treffen sich und einigen sich darauf, einer bestimmten Ayah im Koran wiederzuhandeln oder der Hadith. Das hat ja gar keinen Wert. Wir brauchen die Mujtahid-Gelehrten, wenn wir keinen Hadith und keine Ayah haben. Also brauchen sie nicht, wenn wir eine Ayah und einen Hadith haben. Nein, das ist ja unser Bezugspunkt. Tayyib. Die Antwort darauf ist, sie reden von einem Ijma', aber sie reden von einem Ijma' der Leute von Medina. Denn es gibt verschiedene Formen des Ijma'. Eine Form des Ijma' ist es, dass die Gelehrten in Medina sich einig waren, das war zur Zeit von den Tabi'in oder Atba'at Tabi'in. Aber diese Form des Ijma' ist keine wirkliche Form des Ijma'. Ja? Die Leute in einer bestimmten Stadt können sich einigen auf etwas. Aber das ist ja nicht verbindlich für die gesamte Umma. Das hat zwar Gewichtung, aber wenn in dieser Stadt ein bestimmter Hadith unbekannt war oder sie nicht, das gilt durch damals, heute gilt das nicht mehr, das gilt für damals, für die Zeit, in der die Hadithe überliefert wurden. Aber selbst dieses Argument stimmt nicht, denn Ibn Umar, Nafi', sein Maula, Sa'id ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, von den Tabi'in, alle waren Medinenser und sie alle waren anderer Meinung. Insofern ist das auch, stimmt dieses Argument einfach nicht, es gab keine Ijma'. Zweite Antwort, das haben wir schon gerade eben gesagt, also, dass eben, es geht um den Ijma' aller Mujtahid-Gelehrten und nicht der Ijma' der Mujtahid-Gelehrten von Medina. Und das zweite war, dass wir den Ijma' auch schon widerlegt haben. Das vierte Argument, sie sagen, der Hadith mag zwar authentisch sein, aber sie sagen, der Hadith ist aufgehoben. Auf Deutsch Mansuch, auf Arabisch Mansuch. Und sie begründen das mit der folgenden Überlieferung über Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Er sagte in diesem Hadith, des Marfu', den Propheten, also den Propheten, wenn wir sagen Marfu', das heißt, der Prophet hat es gesagt, das kann ich extra sagen, ja. Und zwar sagt er, إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَا فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَ أَوْ يَتَتَارَكَانَ. Auf Deutsch übersetzt, wenn sich zwei Händler uneinig sind und sie keine Beweismittel haben, dann gilt entweder das, was der Warenbesitzer sagt, oder beide lassen ab. Noch einmal, wenn sich zwei Händler uneinig sind und sie keine Beweismittel haben, ja, uneinig heißt zum Beispiel, ich habe die Ware für 10 Euro verkauft, dann sagt, nee, du hast für 9 Euro verkauft. Okay? Sie sind sich darüber, dann ist die Frage, wer hat grundsätzlich recht? Ja? Und da ist ein Hadith, wenn es keine Beweise gibt, dann gilt entweder das, was der Warenbesitzer gesagt hat, oder beide lassen ab. Was ist, die Antwort auf diesen Hadith? Also erstmal, was Ihre Argumentation? Die Argumentation mag sein, dass in diesem Hadith kein Majlis Khiyar erwähnt wird. Ja, also der erste Hadith, den wir kennen, beide Vertragspartner haben die Wahl, bis sie eben auseinandergehen. Ja, in diesem Hadith wird diese Sache mit dem, bis sie auseinandergehen, nicht erwähnt. Okay? Und deswegen, wenn das ein späterer Hadith ist, sagt sie, dann nehmen wir das, was neuer überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dem Älteren widerspricht. Das ist ja logisch, wenn wir eine alte Überlieferung haben und eine neue Überlieferung haben, dann nehmen wir die neuere Überlieferung von den beiden, nämlich die ältere Überlieferung von diesen beiden. Die Antwort darauf ist erstens, ich muss erstmal wissen, dass die eine Überlieferung neuer ist als die andere. Und das weiß ich nicht. Und wenn ich das nicht weiß, kann dieses Argument nicht gelten, weil da kann ich es auch genau umgekehrt drehen. Ich kann auch sagen, die andere Überlieferung von Abu Barza ist die neuere. Okay,
Das heißt also, ich kann nicht wissen, welche von beiden die neuere ist. Wenn beide damit argumentieren könnten, sowohl die meine Gruppe als auch die Gruppe der anderen Meinung, wenn beide das gleiche Argument hervorbringen können, dann ist dieses Argument ungültig. Dann lassen wir es beiseite und suchen nach anderen Argumenten. Zweitens, die Überlieferung von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma ist khas. Und der Hadith von Ibn Mas'ud ist ebenfalls khas. Entschuldigung, am und khas, das ist natürlich falsch. Und zwar die Überlieferung von Ibn Umar ist welche? Die Überlieferung von Ibn Umar ist die, dass es eben diesen Majlis Khiyar gibt, diesen situationsbedingte Rücktrittsrecht, Majlis Khiyar gibt. Diese Überlieferung ist khas. Was heißt khas? Das ist speziell. Sie erwähnt, gemeint ist in diesem Fall, sie erwähnt von allen möglichen Formen des Bay' oder Entschuldigung, sie präzisiert, dass es beim Bay' den Majlis Khiyar gibt. Okay? Er redet nicht also von allgemein von Bay'-Verträgen, sondern er redet von Bay'-Verträgen und sagt, es gibt bei diesen Bay'-Verträgen das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, solange man noch in der gleichen Sitzung ist. Okay? Das ist also eine spezielle Beschreibung dieses Bay'-Vertrages. Der andere Hadith erwähnt diese Angelegenheit nicht. Der Hadith von Mas'ud, wie gesagt, gerade gesehen, erwähnt diese Thematik nicht. طيب, wenn ein Hadith diese Thematik nicht erwähnt, heißt es dann automatisch, dass es diese Thematik nicht gibt? Nein. Sondern es könnte sein, dass es die Thematik gibt, der Majlis Khiyar gibt, und könnte auch sein, dass es die Majlis Khiyar Sache nicht gibt. Kann beides sein. Das heißt, dieser Hadith ist allgemein hinsichtlich des Majlis Khiyar. Er redet gar nicht über diese Angelegenheit. Der Hadith von Ibn Umar und von Abu Barza und anderen, die wir erwähnt haben, diese alle erwähnen diese Eigenschaft des Majlis Khiyar. Also ist dieser Hadith spezieller, beziehungsweise er ist in Bezug auf unsere Thematik speziell zugeschnitten. Und ein Hadith, der auf eine bestimmte Thematik speziell zugeschnitten ist, hat Vorrang gegenüber einem Hadith, der allgemein diese Thematik anspricht und nicht konkret auf das eingeht, wovon ich überhaupt gerade rede. Okay? Das ist grundsätzlich der Fall. Und das ist eine Art Abwägung zwischen, was ist. Und wir sagen grundsätzlich, der Hadith von Ibn Mas'ud ist arm. Er geht gar nicht auf diese Thematik ein. Der Hadith von Ibn Umar ist khas. Er geht speziell auf diese Thematik ein. Und eine Regel lautet, la ta'aruda bayna amin wa khas. Es gibt keinen Widerspruch zwischen einer Aam-Aussage und einer Khas-Aussage. Gibt es nicht. Ja? Warum? Weil die Aam-Aussage ging gar nicht darauf ein, die Khas-Aussage ging darauf ein. Das heißt, die Hadithe sind sich einig, sie sind sich gar nicht uneinig, sodass ich von Abrogation, Aufhebung oder Nesch sprechen müsste. Fünftens. Sie sagen, der Hadith sei Wanni und widerspreche dem, was Qat'i ist, nämlich der Aya. Der Hadith sei Wanni. Was heißt Dhanni? Sie wollen damit sagen, dass der Hadith nicht Mutawatir ist. Und deswegen gibt es immer eine Wahrscheinlichkeit, eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Das ist richtig, es gibt eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Und bei der Ayah sagen sie, sie ist Qat'i. Das heißt, sie ist 100% gesichert überliefert. Also gibt es keine Fehlerwahrscheinlichkeit, null Fehlerwahrscheinlichkeit. Weil der Koran Mutawatir ist. Und wir sagen, diese Form, diese Argumentation ist nicht richtig. Warum? Weil wir ebenfalls nach Dhanni Überlieferungen handeln. Denn sobald ein Hadith sahih ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, irgendwo zwischen 90% und 100%. Und ich kann doch nicht wegen der Wahrscheinlichkeit von 0% bis 10% sagen, ich handle nicht nach dem Hadith aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen mache ich, wenn ich unter 50% Wahrscheinlichkeit habe. Wenn ich also nicht weiß, sogar bei 50%, ich weiß, Wallah hat der Prophet das gesagt, und das nicht, ich weiß es nicht, 50-50. Ja, dann sage ich, ich handle lieber nicht danach. Oder wenn es nur 40% sind, dann sage ich, das heißt, der Prophet, ich muss davon ausgehen, dass er nicht gesagt hat.
Okay, das ist dann, aber wenn ich einen Fall habe von über 50%, das heißt, ich 50% heißt was? Das heißt, ich gehe davon aus, dass das eher gesagt hat. Aber wenn ich davon aus, dass er gesagt hat, dann muss ich auch danach handeln. Okay? Und deswegen, das gilt bei allen Fiqh-Gelehrten, die alle handeln, das nennt man Usul, dass bei Wahrscheinlichkeiten über 50% muss danach gehandelt werden. Nicht nur darf, sondern muss danach gehandelt werden. Darüber gibt es auch keine Diskussion unter den Usul-Gelehrten von Ahl Sunnah, außer eben andere Sekten, aber das ist ja nicht für uns. Und manchmal hat das die Sekten angehen auch Einfluss auf den Usul-Fiqh oder Fiqh gehabt, denn nicht jeder, der sich im Fiqh-Bereich aufhält, ist von Ahl Sunnah unbedingt. Ja, kann auch andere Leute über solche Themen sprechen. Aber für uns ist wichtig, ein Hadith, der mindestens Hassan ist, ist authentisch und kann auch eine Am aus Ayah im Koran Karim erläutern und spezieller auslegen. Dann haben wir sechstens, das sechste Argument, wie sie den Hadith widerlegen. Sie sagen, der Hadith widerspricht einem Jali Qiyas. Ein Jali Qiyas. Wir haben verschiedene Formen des Qiyas. Eine davon ist der Jali Qiyas. Das heißt wortwörtlich der eindeutige Qiyas. Das ist ein Qiyas, bei dem die Illa bekannt ist und erwähnt wird. Und hier beziehen sie sich darauf, dass der Qiyas auf ein Ijma' zurückzuführen ist. Oder sich von einem Ijma' ableiten lässt. Sie sagen, es gibt drei Phasen bei einem Bay'vertrag. Die erste Phase ist vor dem Vertrag. Die zweite Phase ist nach dem Vertrag. Und dritte Phase ist, nachdem man auseinandergegangen ist. Richtig? Vor dem Vertrag, dann Ijab und Qabul und dann beginnt die zweite Phase und dann die dritte Phase ist, wenn man auseinandergegangen ist. Sie sagen, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Hadith von Ibn Umar, der den Majlis Qiyar erwähnt, widerspricht dem Jali Qiyas, denn es gibt drei Phasen. Eine vor dem Vertrag, die zweite nach dem Vertrag. Denn nach dem Auseinandergehen kann man gemäß Ijma' kein Recht auf Majlis Qiyar, keine Majlis Qiyar mehr, wenn man die Leute auseinandergegangen ist, gibt es kein Qiyar mehr. Und sie sagen, wir übertragen die Phase nach dem Vertrag, aber vor dem Auseinandergehen auf die Phase nach dem Auseinandergehen, über die man sich uneinig ist, nachdem man sich einig ist. Noch einmal, nachdem man auseinandergegangen ist nach einem Vertrag, ist er verbindlich. Gibt es Ijma' der Gelehrten, gibt es kein Majlis Qiyar mehr. Ja. Die Leute gehen nach Hause, haben was gekauft, können ich nachher sagen, ich möchte doch die Ware zurückgeben. Dieser Majlis Qiyar gilt nicht mehr. Und das gilt gemäß Ijma', weil darüber sind wir uns alle einig. Und sie sagen, diese Phase, die gemäß Ijma' ist, übertragen wir, sie sagen, das ist die Phase nach dem Vertrag. Und nachdem man auseinandergegangen ist. Sie übertragen es auf die zweite Phase, nachdem der Vertrag abgeschlossen worden ist, aber man noch nicht auseinandergegangen ist. Und das Argument ist ja, weil in beiden Phasen, sowohl in Phase 2 als auch in Phase 3, ist der Vertrag abgeschlossen. Okay? Das heißt, die Gemeinsamkeit dieser beiden Phasen ist, dass der Vertrag abgeschlossen worden ist. Die Antwort darauf ist, dass solch eine Form von Qiyas ungültig ist. Denn ein Qiyas, der einem Hadith widerspricht, einem Nass widerspricht, nennt man Fasidul I'tibar. Und deswegen jeder, der einen Analogieschluss macht, bei dem allerdings der Hadith, ein Hadith oder eine Ayah missachtet wird, ist absolut ungültig und kein Argument. Ja? Denn warum? Weil denn zur Bedingung des Qiyas gehört, dass wir nur dann Qiyas machen, weil wir keinen Hadith haben. Wenn ich aber einen Hadith habe, warum mache ich dann überhaupt Qiyas? Ja, ich habe doch einen Hadith, der mir die Sachen. Zweitens, die beiden Phasen nach dem Vertrag unterscheiden sich, denn in der ersten Phase kommt es eher dazu, dass man seine Entscheidung bereut, im Gegensatz zu dem Fall, dass man bereits den Ort und die Stelle verlassen hat. Insofern ist dieser Qiyas nicht nur falsch, weil er einem Hadith widerspricht, sondern weil es eben einen Unterschied gibt
zwischen der Phase 2 und Phase 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in der dritten Phase bereut, ist nicht wie in der zweiten Phase. Deswegen sagt man, das ist ein Qiyas ma'al fariq. Es gibt ein Qiyas hier, du überträgst eine Situation auf die andere, aber es ist nicht der gleiche Fall. Die Situation unterscheidet sich. Während ich mich noch im Geschäft befinde, ist anders, als wenn ich nach Hause gegangen bin und die Ware zurückgenommen habe. Im Geschäft kann ich mir noch anders überlegen, weil ich noch in der Situation bin. Aber wenn ich raus aus dem Geschäft bin, dann weiß ich, dass ich die Ware bei mir habe und sie mir auch gehört. Drittens, es gibt wie bereits erwähnt drei Phasen. In der ersten Phase dürfen beide zurücktreten, in der dritten niemand. Folglich ist die zweite Phase eine Mittelphase. Wie kann sie also dann den gleichen Hukum bekommen wie die dritte Phase? Wenn ich drei Phasen habe, wie kann dann die zweite Phase die gleiche Hukum bekommen wie die dritte? Siebtens, das siebte Argument und letzte. Ein Überlieferer hat selbst gegen seine Überlieferung gehandelt. Denn Imam Malik, rahimahullah ta'ala, überliefert diesen Hadith und sein Madhab ist es doch, nicht nach diesem Majlis Khiyar zu handeln. Richtig? Entweder hat er dem Hadith unrechtmäßig absichtlich zuwidergehandelt, Gott bewahre, wir werfen das Imam Malik, rahimahullah, nicht vor, dann müsste man nämlich ihn verwerfen und seine Überlieferung. Also jemand, der im Hadith widerspricht, der glasklar ist, Gott bewahre. Das ist eine Form des Fehlgehens, der Irreleitung. Oder, und das ist die zweite Wahrscheinlichkeit, dass der Imam aus gutem Grund nicht danach gehandelt hat, weil es eben einen zweiten starken Beweis gibt. Das ist übrigens immer die Einteilung der Extremisten, die einem bestimmten Imam folgen und sagen, der Imam muss irgendeinen Beweis haben, weil es kann nicht sein, dass er dem Hadith widersprochen hat. Versteht ihr diese Argumentation? Nur wenn man ihn fragt, was ist denn der Beweis, sagt sie Allahu Alam. Ja? Diese Zweiteilung ist aber an sich inkorrekt, falsch. Denn wenn ein Überlieferer nicht nach seiner Überlieferung handelt, besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach seinem persönlichen Ijtihad anderen Beweisen widerspricht, was aber nicht wirklich der Fall sein muss. Ja, es ist nicht so, dass es unbedingt so ist, wie wir erwähnt haben. Insofern kann also ein Überlieferer seine eigene Überlieferung widersprechen, aber nicht, weil er einfach dem Hadith des Propheten zuwiderhandelt, sondern weil er sagt, ich verstehe den Hadith anders. Das Majlis Khiyar gilt für alle. Übrigens auch ist das kein Argument, denn die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, wenn ein Überlieferer dem widerspricht, was er überliefert. Wonach handeln wir? Handeln wir dann nach dem, was er überliefert hat? Oder handeln wir nach dem, wie er das verstanden hat? Und richtige Ansicht, der Ansicht der Mehrheit ist so, dass wir nach der Überlieferung handeln und nicht nach dem, wie er es verstanden hat. Ja? Warum? Weil sein Verständnis kann sein, es stimmt, kann sein, stimmt nicht. Wenn es dem widerspricht, dann hat die Überlieferung Vorrang, außer in bestimmten Fällen. Allah weiß am besten Bescheid. Das sind sieben verschiedene Argumente, die sie erwähnt haben, werden inshallah ta'ala an dieser Stelle beim nächsten Mal weitermachen, was sich daraus auch noch ergibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.